Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Top- oder Flop-Video. Heute hätte ich von LEGO Creator die 3116 und zwar das Safari-Baumhaus. Hat eine UVP von 30 Euro. Hat 397 Teile und einen Teilepreis von 7,55 Cent. Sag 30 Euro ist jetzt schon ein Dings, aber vergleicht dazu das Paros Value. Also wenn ich die Sachen einzeln kaufen würde, bei Brickling zum Beispiel, wäre ich bei ca. 48. Also ist das eigentlich ganz in Ordnung. Die Frage ist, ob man die Teile braucht. Machen wir es kurz schmerzlos. Das Set hier, haben wir hier einmal das Safari-Baumhaus, das ist das Hauptteil eigentlich, und dann kann man nochmal einmal ein Flugzeug mit Baum bauen, beziehungsweise einen Katamaran und ein komisches Krokodil. Die Rückseite, blendet, na, haben lustigen Vogel, zwei lustige Menschen, auch dann hier den Katamaran und hier das Flugzeug mit dem Baum und dem Löwen. Das hier ist eigentlich ein recht schönes Set, aber egal. Dabei sind, was ich sehr schön finde, drei Anleitungen. Das hat einmal fürs Baumhaus, dann einmal für den Katamaran und einmal fürs Flugzeug. Das ist nur die Grundausbeute, sag ich mal. Für mich ist das Teil hier der inoffizielle, weiß ich jetzt nicht genau, Nachfolger vom Hausboot. Gleicher Preis, 30 Euro, gleiche Teileanzahl, plus minus ein paar Cent, plus minus ein paar Teile. Und Erwartungshaltung war von meiner Seite hier eigentlich gleich groß und ich muss voran sagen, ich wurde vorhin bis vorne eigentlich komplett enttäuscht. Auch deswegen ist die Punkteanzahl hinten eigentlich jetzt nichts, soll man sagen, herausragendes. Ist auch dabei ist auch dieses Baumhaus hier. Und die Giraffe. Und ein, wir gehen da rein auch. Der Flamingo ist das kleinste. So, das ist hier ein kleiner Flamingo, der ist unscharf. Jetzt da. Gebaut, es ist eigentlich ganz einfach, nichts Besonderes. Man kennt aber, dass es ein Flamingo ist, das finde ich schön. Dann haben wir hier diese Giraffe mit einem komischen Blick. Ist auch schön gebaut, also das Einzige, was ist, ist das, sie ist jetzt nicht unbedingt die stabilste. Natürlich klar, dass es jetzt funktioniert. Egal, sie ist mir schon ein paar Mal umgefallen, also wird auch jetzt wahrscheinlich später nicht die stabilste. Dabei sind dann auch noch die zwei Minifiguren hier. Auch nichts Besonderes. Normal City Creator. Sind zwei dabei. Das muss reichen. Wie beim Hausboot. Erwachsener und ein Kind und ein Fotoapparat. Aber anstatt ein Fisch und eine Angel ist diesmal ein Salat dabei. Den bekommen dann später die Giraffe. Dazu haben wir dieses kleine Vögelchen hier oben. Finde ich auch gut gemacht. Also ich weiß zwar nicht, was es sein soll, aber man erkennt, dass es ein Vogel ist. Und dieses Baumhaus. Ein Print. Ist der einzige. Die Seiten hier. Tür. Also vier Fenster. Tür. Schöne Farben. Typisch Safari-Baumhaus-mäßig. Leider hier runter. Und ein Windmesser, je nachdem. Ist eine Flasche mit dabei, vorne dran. Das Sofa hier, das ist schön gebaut. Und Highlight, hab den Böbel vergessen. So. Ein Badezimmer, wie es halt in jedem Baumhaus so ist. Eine Klorolle und eine Toilette. Dass man halt direkt in den Baum. Naja. So. Lampe. Alles schön, alles da. So.
nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches, deswegen 3 Punkte. Die Minifiguren habe ich gerade gezeigt. Ja, sagt also hier Standardware. Kommt aus einem großen Topf, Rückenprint, keine Beine zum Einknicken. So, hier auch so ein kleiner Rücken, aber das ist einfach nur für die Jacke hier. Zopf, nichts Besonderes, keine bedruckten Beine. 2 Punkte. Bauchgefühl. Ich habe mich ziemlich veräppelt gefühlt. Ich bin ganz ehrlich, sagt er. Für mich ist ein Creator Sonding, ich kann hier nichts Schlechtes reintun, weil die Sachen grundsätzlich wiederverwertet werden sollten. Also sagt, ich habe das Teil und ich baue es ins nächste rein. Das heißt, ich kann kein Türkis und kein als Füllsteine nehmen. Aber anscheinend klappt es doch irgendwie. Das eine muss ich mir jetzt sagen, das ist das hier zum Beispiel. Das ist grau. Ich habe jetzt mal geschaut, beim Katamaran kann ich es gar nicht sagen, beim Flugzeug hier. Ist hier unten ein Stein. Ich weiß jetzt nicht, also man sieht ihn auf alle Fälle später nicht mehr, der wird komplett verbaut. Und ich weiß auch, da, also hier, ja, das ist dann weg. Ich weiß auch, dass es dieses Teil in Dark Brown gibt. Warum muss das in Grau auftauchen? In einem Baum. Ja, vielleicht ist es als Halterung gedacht für dieses komische Teil oben dran, aber es hätte nicht sein müssen. Genauso typisch Baumhaus, Dark Red und Orange. Und da habe ich mich dann auch gefragt, warum ist das Orange? Warum ist das Orange? Die Teile gibt es in anderen Farben. Die Teile gibt es in sinnvollen Farben, die hier dazu passen würden. Das Rot hier finde ich in Ordnung, das ist so. Aber warum ist hier Orange? Und vor allem, das Orange hier macht von der Ding überhaupt keinen Sinn, weil es ist ja ein orangener Stumpf mit einem roten... Verstehe ich nicht. Genauso das Windspiel hier oben. Warum... Keine Ahnung. Oder diese unendlichen Cones. Klar, schaut gut aus, kann man jetzt nicht sagen. So, gefällt mir auch vom Ding her. Aber es sind ja 1, 2, 8, 16, 24 Cones. Und hinten unter dem Waschbecken sind auch nochmal 2 Stück. Ja, sind zwar in Silber, trotzdem 24 Cones in 10. Das macht bei 400 Teilen ja schon einen ziemlichen Batzen aus. Ich kann es nicht ausrechnen. Was ich wiederum cool fand, die Würstchen hier, das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich es gekauft habe. Ja, doof, ne? Die Würstchen hier unten dran, soll ein Kaktus oder irgendwas sein. Und das hier ist eigentlich auch ganz schön. Das gefällt mir eigentlich auch sehr. Ja. Türen orange, ist halt orange, die roten Fensterrahmen, ja, ist alles in Ordnung, aber warum ist das orange? Warum? Und dann, jetzt müssen wir es mal kurz zerlegen. So. Habe ich das hier. Warum ist das grau da drin? Das ist, warum verstecke ich hier grau? Und von der Seite, wenn ich es dann so sehe, der hier, da ist eine Achse durch. Ich weiß nicht, warum ich da unbedingt eine Achse durchmachen muss, weil die macht von der Haltbarkeit her irgendwie überhaupt keinen Sinn, finde ich. Weil ich ja eh mit Plates zur Stabilisierung arbeite und hätte ich normal Steine reingesteckt, hätte es genauso getan. Das ist so richtig, keine Ahnung, haben wir noch da? Das ist dieses Gefühl, man baut es und man fragt sich, warum ist das da drin? Ne? Man, da hätten sie ja auch andere Farben machen können. Jetzt haben sie halt Formenentsorgung, ich weiß es nicht. Genauso wie das Teil hier. War das vom Todesstern-Duell noch übrig? Ich verstehe es nicht. Macht null Sinn. Vor allem, man braucht es bei den anderen zwei auch nicht unbedingt so. Man hätte es auch anders machen können. Ja, jetzt habe ich es falsch dran gebaut. Nein, ist aber jetzt habe ich es falsch dran gebaut. Das ist... Weiß ich nicht. Also ich habe mich da schon hier und da wirklich gefragt, warum sind die Farben und die Formen so? Gibt es jetzt nach der Farbenentsorgung auch noch eine Formenentsorgung? Ich weiß es nicht. Deswegen Bauchgefühl.
2 Punkte, weil ich mich einfach komisch gefühlt habe beim Bauen. Die Teile. Ich glaube, es gibt insgesamt 4 oder 5 normale Bricks. Das ist ein 6er, das ist ein 8er. Das sind hier 2x3er hier unten drin, da und da. Hier ist ein 1x6er. Da drüber in seht ihr es, in diesem Aqua. Und unten drunter ist ein 1x8er. Dann habe ich hier ein paar von denen. Das war's. Das war die ganze Steinausbeute hier in dem Set. Sonst sind es nur Bögen, Rundteile, Slopes, Curved Slopes, Tiles, Cones und diese Brick Modified. Die sind in Ordnung, wie ich finde. Für ein Baumhaus gibt es einen Baumhaus-Look. Aber wenn die hier so runterwärts gehen, warum sind dann die so drin? Das ist Hammer da. Es kommt wirklich so vor mir. Hammer da, mach mal rein. Ich weiß, wie es ist, wenn ich baue und habe gewisse Teile. Ne? Da muss irgendwas dann irgendwie, wie soll man sagen, Teilemangel kompensieren. So. Deswegen habe ich mich hier für 3 entschieden. Ich habe auch im Vergleich da dazu im Ding mal geschaut. Ich glaube, hier ist gar kein Teil. Doch, hier ist die Teileliste. Ja. Also da ist nichts Besonderes mit dabei. Auch der hier, dann habe ich 4 von denen, 8 von denen hier, 4 von denen und der hier. Und der macht am wenigsten Sinn. Der macht bei keinen der 3 Sets Sinn, weil ich es weder im Helikopter, im Flugzeug brauche, weder im Katamaran brauche, noch bräuchte ich es hier. So, traurig, aber wahr. Deswegen 3. Und wenn man das Hausboot vergleichen wird, man baut die 3 Platten unten rein und legt dann schon mal 3 braune 2x4er Bricks unten rein. Dann die ganzen Sand Green Teile. Es macht halt einfach im Vergleich dazu nichts her. Also, weiß ich nicht. Ist auch die Idee prinzipiell. Creator 3 in 1 finde ich super. Aber beim Hausboot habe ich 5 Boote gegeben, hier 4, weil sagt, ich weiß es nicht. Ich habe mich irgendwie, ist es so leicht Themaverfehlung in dem Fall. Ich habe zwar meine 3 Modelle, die ich bauen kann, aber ja, es hätte besser gehen können, glaube ich. 20 Cent mehr, 5 andere Teile rein und es wäre vielleicht noch besser geworden. Also noch viel, viel besser. So, jetzt sind wir beim Spielspaß. Nochmal ein bisschen rüberschieben. So. Der Spielspaß, was kann ich machen? Ich habe es nur wieder testen lassen. Giraffenkill. Und ja, die Giraffe war toll. So, die musste ich jetzt 3 oder 4 Mal schon reparieren. Die wurde schön angenommen. So, der hier war auch ganz lustig. Ja, Männchen sind halt einfach Männchen. Was kann ich spielen? Prinzipiell. Lockt die Giraffe mit Futter an. Mach ein Bild. Ich gehe hoch ins Baumhaus, stelle mich auf den viel zu kleinen Balkon, wie ich finde. Der ist ja nur eine Nobby tief. Aber gut, ich kann mich draufstellen. Oder ich setze mich als Erwachsener, weil das Kind hat ja keine Doppelmann-Bobbers, alleine auf die Couch. Ich finde, das ist cool. Das Bild ist auch cool. Also ist vom Optischen ist es schön gemacht, aber ja, oder ich gehe auf die Toilette. Nein, ich kann ja nicht auf die Toilette gehen, weil ich komme ja nicht rein. Ich kann mich reinstellen und ich kann die Tür zumachen und das war's. Und warum? Weil man das Dach nicht abmachen kann. Man kann das Dach nicht abnehmen. Nur mit Gewalt und Zerstörungswut. Und dann frage ich mich, warum die 2 hier drin? Warum sind diese 2 Achterteils hier? Da eine Plate drauf, da eine Plate drauf, irgendwie verbunden das Ganze und hier diese Teil modified mit den einer Noppen
und dann da eine Teil und ich habe das Ding zum Abnehmen und es ist super. Ich kann hier nichts drin machen. Und dann frage ich mich ja, warum ist denn da eigentlich eine Toilette drin? Wie dumm ist das eigentlich? Ich bin auf Safari in der Wüste und das Einzige, was ich brauche, oder in der Steppe oder irgendwo, das Einzige, was ich brauche, ist, ich brauche eine Couch und ich brauche ein Klo. Jawohl. Wir erinnern uns ganz kurz. Das hier sind die Überreste von meinem Hausboot. Ja. Nur das gleich hier, da hatte ich eine Schüssel, da hatte ich die Kiste hier, da hatte ich einen Grill und ein Waschbecken oder was das sein sollte. Die Lampen, die Markise. Oh, die Palmetto machen wir kurz weg. Ich habe dann hier auch eine Tür gehabt, ich habe dann ja auch meine Fensterchen und nicht gerade wenig. Und dann war das Tolle, ich konnte es aufklappen. Dann hatte ich hier noch ein Waschbecken, eine Tasse, ein Bett. Sieht man jetzt nicht, man sieht es besser, wenn ich die Decke abnehmen kann. Ein Bett, ein Stuhl und ein Lenkrad. Und da drüben könnte ein Fernseher sein oder irgendwas. Ich weiß es nicht, auf alle Fälle. Gleiche, ich glaube, das Ding hat sogar weniger Teile hier. Also, bespielbare Fläche ist doch hier mehr und besser. Und warum geht es hier? Und hier ist es, ist ja viel größer und die ganzen Teile hier, die verschwinden ja. Und du hast ja hier den Baumstumpf und, die meisten Teile, sagt 24 sind die Cones hier. Und von diesen hier habe ich ja auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann die hier, ich glaube, das sind 12. Ich meine, mit diesen 20, 30 Teilen, die ich hier nicht gebraucht hätte, hätte ich doch viel bessere Sachen machen können. Ein abnehmbares Dach. Damit ich mal ein Männchen rechnen kann. Und dann, vor allem, wenn ich mit Gewalt, dann sag ich, nehme es doch ab, dann mache ich es doch jedes Mal kaputt. Und dann hält er die Tür auch nicht. Gut, dann kann ich aber auch drin spielen, ne? Oh, Innenraum von hier. Also. Weiß ich nicht. Also, Spielspaß ist war. Total, weil man konnte da nichts machen. Die Cones werden beim Ding, glaube ich, gebraucht beim hier sind Bau verbaut, aber hätten wir auch andere Steine nehmen können. Und beim Katamaran hat man es hier so ein bisschen da sind wir. Hätte man aber auch andere Steine nehmen können oder weniger, die man dann hier mit reinbaut. Also im Vergleich zum Hausboot muss ich sagen, ist der schon schlecht, finde ich. Und sagt, da wundere ich mich halt an, weil ich fand es eigentlich immer schön, die Sachen, wo die gebaut haben. Aber hier haben sie, wie ich finde, ziemlich daneben gelangt. Gut, im Markt gibt es das Ding für 20 Euro, habe ich gesehen. Aber da frage ich mich, damit ich vielleicht 10 drauflegen sollte noch und dann vielleicht dieses Surferhaus bekommen, wo dann vielleicht dann doch mehr Teile dabei sind. Das hier, habe ich voll vergessen zu erwähnen, sind Ersatzteile. Sind auch diese schönen Teile hier dabei, die hier. Diese zwei Round Plates. Die liegen nur dabei. Also die sind nur dafür da, dass das Krokodil seine Zähne kriegt. Und fürs Gebiss hier. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob es extra sein müsste, dass ich die Teile hier herstelle und dann dabei lege. Hätten sie 4 Reifen beigelegt. Ne? Nicht wieder ein Flugzeug, ein Safari-Mobil, irgendwas. Wäre doch viel cooler gewesen, mal ein Fahrzeug zu bauen. Ein Haus oder ein Fahrzeug. Nein, es ist wieder ein Flugzeug. Und es ist noch so ein trauriges Flugzeug. Also im Vergleich zum anderen ist das ja eigentlich gar nichts. Vor allem beim Hausbootflugzeug war noch ein kleiner Landesteg mit dabei. Das hat dann schon viel mehr hergemacht. Aber naja.
Ich bin enttäuscht. Sagt. Hätten wir wirklich besser machen können. Und kommt somit hier auf insgesamt. Menschen, was ist los heute? 20 Punkten. Und damit liegen wir hinter dem Bio-Kaffee. Und somit auch mal eine neue Rangliste. So. Damit wäre es jetzt voll. Das nächste, das kommt, wird eins kicken. Und deswegen vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, ich habe irgendwas Tolles erzählt. Nur im Vergleich nochmal, weil es mir dann auffällt. Die hier hätten auch braun sein können. Müssen nicht rot sein. So, deswegen nochmal vielen Dank fürs Anschauen und ich hoffe, es war interessant. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.